Was geht ab, meine Z-Fighter außer dir? Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 41. Ich bewerte eure Dogan-Teams. Es gab wieder zahlreiche Einsendungen. Vielen lieben Dank dafür. Falls ihr euch fragt, wie mache ich eigentlich mit? Der Link ist unter jeder Videobeschreibung. Und zwar bei dem Punkt Team-Rating. Doppelpunkt, da werdet ihr auf den Link oder auf ein Video zugeleitet. Und dann bekommt ihr alle Informationen dazu, wie ihr quasi dran teilnehmen könnt. Alles klar, dann würde ich aber sagen, wir fangen sofort mal an mit dem ersten Team. Und zwar ist das erste Team von unserem Boy Alex. Lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns: Hashtag Team Osulu, das ist mein Pure Saint Team. Boom. Ich wollte wissen, ob man daran etwas verbessern könnte. Alles klar, dann gucken wir uns mal dein Pure Saint Team an. Wir sind logischerweise auf der japanischen Version von Dokkan Battle. Wir haben hier Evolution Leader als Leader. Die anderen Charaktere gehören zu seiner Kategorie. Also haben wir hier außen vorweg schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, alle sind Max OX, sind wir bei 8 von 10 Punkten. Was mich hier auf jeden Fall an der Konstellation stört, sage ich mal, ist LR Super Saiyan Goku. LR Super Saiyan Goku ist leider momentan mehr nice to have, als dass ihr ihn irgendwie gebrauchen könntet. Also er macht seinen Job schon gut, aber wegen seinem konstanten Passive Boost ist immer schwierig. Da machen andere Charaktere mehr Schaden und er ist outdated, um es einfach zu sagen. Deswegen würde ich auf ihn verzichten. Wenn ich das nämlich mal so kurz von der Konstellation sehe, dann hast du wahrscheinlich Evolution Vegeta mit Ultra Instinct Goku in eine Rotation gelassen. Kann man auf jeden Fall so machen. Teilen sich gute Link Skills, haben Fierce Battle. Andere vielleicht Super Saiyan 3 Angel Goku mit unserem Boy LR Goku, aber diese teilen sich nicht so viele Linkskills an sich. LR Goku hat sehr wenige Linkskills. Und Super Saiyan 3 Vegeta hast du als Tank. Auf Super Saiyan 3 Vegeta könntest du hier verzichten, denn die Pure Saints bekommen auf die Verteidigung 170%. Und zumal Evolution Vegeta ist wirklich tanky, der wird tanky, je öfter er angreift. Aber auch Ultra Instinct Goku nicht transformiert, also Ultra Instinct Saiyan Goku ist auch tanky, hat auf die Verteidigung 100% und dann noch 170% durch die Leader Skill Double. Die sind auf jeden Fall tanky. Also was ich ändern würde, ich habe jetzt mal im Auge LR Super Saiyan Goku und Super Saiyan 3 Vegeta. Wir haben jetzt zum Beispiel den Super Battle Road Goku, den merke ich mir auf jeden Fall. Das ist ein guter Supporter. Wir hatten ja einen 100% Kalifler. Kalken Goku Blue haben wir am Start. Okay, dann dieser physisch Goku. Okay, physisch Kalken Goku. Den merken wir uns mal für nachher. Den merken wir uns mal für nachher. Das werdet ihr gleich merken. Beziehungsweise nachher dann im Endeffekt. Ansonsten, meine Freunde, würde ich das folgendermaßen ändern. Ich habe nämlich schon was zusammengebaut. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich würde dir empfehlen, diesen LR Goku eben rauszuhauen für Kaioken Goku zum Beispiel. Und dann den Super Saiyan 3 Vegeta rauszuhauen für LR Goku. Da unten habe ich noch ein paar Optionen, aber auf die komme ich gleich zurück zu sprechen. Wie sieht das Ganze nun aus? Wir halten Super Saiyan Blue Evolution Vegeta mit Kaioken Goku Blue in eine Rotation. Sie teilen sich 4 Linkskills. Wir haben Super Saiyan, Warrior Gods, Fierce Battle und Prepared for Battle. In der anderen haben wir Ultra Instinct Goku mit Godku. Warum machen wir das so und halten zum Beispiel nicht Godku mit Vegeta oder die zwei Kaioken Goku Blue, weil sich 6 Linkskills teilen? Die Sache ist folgende: Ultra Instinct Goku Saiyan, der hat keinen Super Saiyan oder an sich Ultra Ui Goku. Der hat aber Godly Power und Godly Power hat Godku, Kaioken Goku Blue hat das nicht. Godly Power sind 15% auf den Angriff, dementsprechend halten wir Ultra Instinct Goku mit Godku in einer Rotation. Wir haben hier wie gesagt Fierce Battle, Over the Flash, was habe ich gesagt, Godly Power und Kamehameha sollte der letzte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die halten wir in einer Rotation und Evolution Vegeta mit Kaioken Goku Blue. Die sind wirklich sehr gut gedeckt, die Rotationen mit Linkskills. Sollten da keine Probleme haben. Ansonsten, außerhalb davon, haben wir Super Saiyan 3 Angel Goku. Individuell starker Charakter, wenn er in die Rotation reinkommt, sorgt er zum einen für Over the Flash zum Beispiel, für Fierce Battle. Also er kommt da auf jeden Fall gut zurecht in den Rotationen, in denen er reinkommt. Die Sache ist, Steve, warum halten wir nicht Evolution Vegeta mit Ultra Instinct Goku? Nun, was die sich teilen, sind Turn of Power, sind Ki plus 3, Prepare for Battle, sind Ki plus 2, wären wir bei Ki plus 5 und Fierce Battle. Das ist halt das, weil Ui Goku keinen Super Saiyan hat, ist ja logisch. Aber deswegen, ich würde gerne mit Charakteren, die Super Saiyan haben, im Setup auch mit anderen Charakteren decken, die Super Saiyan haben. Deswegen habe ich mich für diese Konstellation entschieden. Und als Rotationscharakter, als Supporter, haben wir dann hier den LR Goku aus dem Super Battle Road. Was kann denn der Boy? Er gibt Ki plus 2 für Super Class Verbündeten, Attack und Death 30%, wenn mich alles täuscht, hat eine Medium Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen, auch Ultis, und zusätzlich gibt er weitere 20% auf den Angriff und die Verteidigung, wenn die HP 50% oder drunter sind. Heißt, der als Supporter macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Er teilt sich zwar kaum Linkskills in diesem Team, aber den tun wir immer noch rein und raus rotieren, weil er ein Supporter ist. Der macht seinen Job auf jeden Fall solide. Falls euch das aber stört oder dich, mein Boy Alex, dann habe ich dir eben 2 Optionen hingestellt. Entweder holst du dir einen anderen Supporter, physisch Super Saiyan Bardock, der linkt sich da auf jeden Fall besser mit dem ganzen Team. Oder wenn du sagst, du, ich brauche eigentlich keinen Supporter, nimmst du Kalifla mit rein. Kalifla ist auch sehr, sehr gut als Rotationscharakter. Sie hat Turn of Power hier mit am Start, Super Saiyan und so weiter und so fort. Also dann habe ich eben 2 Optionen da gelassen, falls
die LL Goku nicht zuspricht. Kann ja sein, dass der eine oder andere den nicht mag oder an sich es nicht mag, wenn ein Charakter sich nicht linkt overall mit dem Team. Deswegen wäre es das so viel zu dem Team. 8 von 10 Punkten waren das und so, beziehungsweise das wäre die Änderung, die ich dir gezeigt habe, die ich machen würde. Okay, kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Hakan, lieben Dank fürs Einsenden, mein Boy. Und zwar schreibt er uns, Hashtag Team Ozuru. Hi Ozuru, wäre nice, wenn du mir mal mein AGF-Team, Angel Gohan Freezer Team, anschaust. Ja, ich weiß nicht, wie man die Kategorie richtig schreibt, kein Thema. Die Kategorie ist Resurrected Warriors. PS, mach weiter so, mau. Dankeschön für die Einsendung, was geht ab. Und zwar gucken wir uns mal an, er hat uns die Charakterliste gesendet. Und zwar sind das seine Resurrected Warrior Charaktere. Wir wissen, Angel Gohan Freezer ist der Leader der Resurrected Warriors. Er gibt diesen Ki plus 3 auf HP 130%, auf den Angriff und auf die Verteidigung 170% oder in Charakteren Ki plus 3 50 auf alles. Dementsprechend nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Charaktere aus der Kategorie. Ich meine, er hat ja mindestens 6, deswegen können wir da auf jeden Fall ein Team bauen. Wie würde das Team aber aussehen? Wir haben natürlich als Leader Angel Gohan Freezer. Angel Gohan Freezer halten wir in einer Rotation am besten mit einem anderen aus seiner Rasse, nämlich Boom. Wir haben ja an der Stelle Tech Freezer. Teilen sich drei Links, sind auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Die zwei hältst du in einer Rotation. Die andere Rotation sieht folgendermaßen aus. Das finde ich sehr, sehr cool, weil bei den Resurrected Warriors, da müsst ihr aufpassen, wie ihr die Rotation wählt und ob ihr Supercharaktere mit Extreme-Charaktere im Team vermischt, denn Angel Gohan Freezer, der senkt ja auch unseren Angriff von Super-Type-Verbündeten um 15%, wenn er quasi in die Rotation reinkommt. Deswegen müsst ihr euch da entscheiden. Unser Boy, du hast ein Super-Duo, das du eben außerhalb von Angel Gohan Freezer raushalten kannst. Natürlich können wir nicht vermeiden, dass der Friend ab und zu da reinkommt, aber das müssen wir halt so hinnehmen. Nämlich, du hast wie gesagt Super Saiyan 3 Angel Goku mit Super Saiyan 3 Bardock. Das sind 4 Linkskins. Die Charaktere sind auch individuell stark, linken sich zudem gut, kannst du auf jeden Fall so halten. Als Rotationscharakter den einen unten rechts würde ich auf jeden Fall halten, physisch Super Saiyan Bardock. Er ist ein Supporter, er macht seinen Job sehr solide, Ki plus 2, 20% auf jeden, für jeden auf den Angriff, wenn die HP so lala drüber sind. Also Supporter macht seinen Job auf jeden Fall sehr solide. Und die andere Sache ist, ich habe da unten links 3 weitere Charaktere reingeklatscht, für die du dich entscheiden könntest. Beziehungsweise sage ich mal, was mir dabei gedacht habe, welchen Charakter du noch mitnehmen könntest als Rotationscharakter. Zum einen haben wir Tapion und Cell. Tapion und Cell vom Sachen Linkskills her sind mehr oder weniger gleich, was sie so mitnehmen in das Team, sind Revival, Ki plus 2 und dann noch Fierce Battle. Für eine Rotation ist es gar nicht mal so schlecht, für die andere vielleicht eher meh. Also wenn er zum Beispiel reinkommt mit Super Saiyan 3 Angel Goku Rotation in diese, dann würde ich Super Saiyan 3 Angel Goku in die Mitte stellen, weil der hat Revival. Auf der anderen Seite ist dasselbe mit Angel Gold Freezer, der hat auch Revival, sind Ki plus 2. Aber Tapion ist individuell ein solider Charakter, hat eine Damage Reduction, kann sich zu Hildegard verwandeln, wenn er das tut, seid ihr für 2 Runden quasi immun, er macht gut Damage. Wenn er unter 50% fällt, bekommt er noch weiteren Death Boost, Angriff Boost. Er bekommt dann auf den Angriff 150%, wenn die HP 50% oder drunter sind. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, den Dude. Und auf der anderen Stelle merkt ihr schon, in dieselbe Kategorie mehr oder weniger ähnlich, individuell stark, gut, solide, fällt Tech Cell. Der braucht aber an der Stelle Orbs, um seinen Angriff und Death Boost zu bekommen. Und ohne Izay ist er nicht schlecht, aber man könnte auch bei ihm verzichten. Also ich würde mich eher für Tapion entscheiden, aber warum habe ich dann noch Golden Freezer mit dabei? Golden Freezer könntest du auch mitnehmen als reinen Tank und der linkt sich sowohl mit Golden Freezer solide als auch damit natürlich den Tech Freezy. Also den kannst du auf jeden Fall mitnehmen, wenn du einen Tank in dem Team haben willst, und das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Das wären meine Vorschläge für dich, je nachdem, für was du dich entschieden hast, kannst du mich auf jeden Fall wissen lassen in den Kommentaren. Und genau, so viel zu deinem Team. Dann kommen wir mal zu dem nächsten Team. Das nächste Team ist von Malte. Malte, lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt uns unser Boy Malte, Hashtag Dokkanbet, beziehungsweise Dokkanbet, Hashtag Team Ozuru. Würde mich freuen, wenn du mein Majin Buu Saga Team verbessern und bewerten würdest. Bewerten würdest? Ja, würde mich auch interessieren, wie du ein Majin Buu Saga Team spielen würdest, wenn du alle Charaktere zur Verfügung hättest. Okay, das ist schon mal interessant. Dann gucken wir uns erstmal dein Team an und schauen, was du denn hier gebaut hast. Wir haben hier ein Majin Buu Saga Team. Alle Charaktere gehören zu der Kategorie, sind 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awake. 8 von 10 Punkte. Und das Team ist wirklich nice. Das Team funktioniert echt gut. Wir haben Super Vegito in der Rotation mit LL Vegito. Wir haben Super Saiyan 3 Gotenks in einer Rotation mit Angel Goku. Perfekt. Dann haben wir 2 Rotationscharakter, 2 Support Attack, Vegito und LL Great Saiyaman. Also das Team, das gefällt mir auf jeden Fall. Das hast du sehr gut zusammengebaut. Auf der anderen Seite würde ich etwas ändern von der Charakterliste aus, die Charaktere, die du hast. Um ehrlich zu sein, nein. Um ehrlich zu sein, nein, auf den ersten Blick nicht. Hast auf jeden Fall alles richtig aus deiner Charakterliste gemacht. Würde ich dir noch einen extra Punkt geben, 9 von 10. Ja, hast du gefragt, was würde ich machen eigentlich, wenn ich alle Charaktere hätte? Nun, da zeige ich dir einfach mal meine 1-2 Teams, die ich gerne spiele mit dem Majin Buu Saga. Und nämlich
Das eine sieht folgendermaßen aus, wenn ich zum Beispiel alle LR-Charaktere verwerten will, also alle, ich sag mal Mighty Mess und Majin, dann würde es folgendermaßen aussehen, ich hätte Majin Vegeta in einer Rotation mit Mighty Mess, sie teilen sich nur Shattering Limit und Legendary Power, aber ich komme gleich darauf zurück zu sprechen, Super Vegito mit LR Vegito hätte ich in einer Rotation, wir hätten Support-Charakter LR Great Saiyaman, er gibt zwar Majin Vegeta nicht seinen Key-Boost, durch die Passive, aber er hat Shattering Limit zum Beispiel, wenn ich Majin Vegeta in die Mitte stelle, dann ist auf jeden Fall auch solide. Auf der anderen Seite habe ich dann als Rotationscharakter Super Saiyan 3 Physisch Grundex, individuell sehr, sehr stark. Wenn er in die Rotation reinkommt mit Majin oder LR Mighty Mess, hat er für Majin Over the Flash zum Beispiel oder für Mighty Mess wichtige andere Linkskills. Das andere Team würde folgendermaßen aussehen, wenn ich jetzt nicht unbedingt Mighty Mess mitnehmen müsste, sondern mich auf die Super Saiyan Charaktere konzentriere, dann ist das Team eigentlich ein Team, womit ich sehr viel Spaß hatte in meinem Majin Buu Saga Team. Physisch Super Vegito mit LR Vegito immerhin in, also was heißt immerhin, immer noch in einer Rotation. Andere wäre LR Majin mit Super Saiyan 3 Goku, EZA Awake 100%, die haben Over the Flash, Super Saiyan Saint Warrior Race, wir hätten Super Saiyan 3 Angel Goku als Rotationscharakter, warum nicht physisch Gotenks? Ja, weil ich hier einen Tech-Charakter dann habe, einfach mal eine Abwechslung und Angel Goku ist auch auf jeden Fall sehr solide. Und dann hätte ich noch physisch Super Saiyan 2 Gohan als Supporter, warum nicht zum Beispiel Tech Vegito, weil Gohan auch Super Saiyan den Linkskill hat. Und so würde dann quasi das Majin Buu Saga Team aussehen, wie ich es mir bauen könnte. Deines aber ist auf jeden Fall auch sehr solide, mein Freund. Und deswegen 9 von 10 Punkten, wie gesagt, bekommst du von mir. Alright, das nächste Team ist hier an der Stelle von Zeraura. Mau, geiler Name auf jeden Fall. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osoru. Sag ich. Hey Osoru, ich folge deinen Kanälen schon etwas länger und freue mich immer wieder auf deine Videos und deine Reaktion, wenn du was Geiles ziehst. Lieben Dank dafür, mein Freund. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das Team so lassen soll und ob die sich gut linken miteinander. Vielleicht könntest du da mal rüberschauen. Liebe Grüße gehen raus auch an dich, mein Freund. Und zwar sieht das Team folgendermaßen aus. 100% Charaktere everywhere. Wir haben hier ein Heroes-Team. Außen vorweg sage ich schon mal, in einem Heroes-Team haben wir sehr viel Auswahl. Das wissen wir mittlerweile. Heißt, man kann da sehr viel tun. Aber alle Charaktere gehören zum Leader-Skill. 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Awake, Max Level. 8 von 10 Punkten. Wow, das sieht brutal geil aus, dein Team. Diese Sterne, die flattern mir direkt ins Auge. Das sieht geil aus. 100% Rainbow-Charaktere left and right. Wir hätten hier auf jeden Fall LR Vegito und LR Gogeta in einer Rotation. Die andere ist jetzt fragwürdig. Ich sag schon mal aus vorweg, wir können uns die Charakterliste gerne mal ansehen. Da sind weitere 100% Charaktere, 100% Chars everywhere. Richtig geiler Account, mein Freund. Gratuliere dir dazu. Aber ich sag schon mal jetzt aus vorweg, das Team passt. Sie linken sich auch. Selbst wenn du LR Goku und LR GF in einer Rotation hältst, sie geben sich 3 Linkskills. Wir hätten hier Experience Fighters, Over the Flash und Legendary Power, das funktioniert auf jeden Fall. Also will ich da auf jeden Fall eigentlich an deinem Team nichts ändern. Du hast aus deiner Charakterliste wirklich alles richtig gemacht. 9 von 10 Punkten. Wir haben ja auch sehr viel Auswahl. Du hast jetzt so eine Thematik gewählt, die passt. Das will ich klarstellen. Worauf ich aber jetzt eingehen will, ist die Rotationen so gut wie möglich mit den LR-Charakteren zu schmücken. Denn wir haben ja die eine mit LR Gogeta und LR Vegito. 6 Linkskills, die ist gedeckt. Aber die andere will ich in Sachen, was sie machen sollen, ihren Zweck erfüllen sollen, besser, nicht besser, sondern ich möchte einfach ein paar Vorschläge machen oder darauf eingehen, wie es besser laufen könnte. Was meine ich damit? Nun, die andere Rotation konzentriere ich mich jetzt drauf, auf LR Super Saiyan 3 Goku und dass wir LR GF in einer Rotation halten. Diese beiden Charaktere wollen auf ihre Ultra Super Attack kommen. Und das meine ich damit. Wie könnte man eben dafür sorgen mit den anderen Charakteren, damit sie da realistisch gesehen oft drauf kommen, wenn wir beide LR-Charaktere in einer Rotation halten? Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und zwar sind wir dafür im Dokkan Battle Builder. Es sieht noch sehr chaotisch aus, aber ich werde gleich drauf eingehen, so gut wie möglich. Wir haben ganz klar unseren Argel Super Saiyan Goku als Leader. Den halten wir drin. Der ist unser Leader-Skill. Okay. Dann haben wir hier LR Vegito und LR Gogeta. Die fassen wir auch nicht an. 6 Link-Skills, ideal. Das könnte jetzt quasi, also wie gesagt, das funktioniert so, hast alles richtig gemacht, aber wie können wir quasi dafür sorgen, dass beide Charaktere auf ihre Ultra Super Attack kommen? Weil der Goku, beziehungsweise dann schöpfen sie ihren Angriff-Boost aus. Der Goku, wissen wir ja, der bekommt, wenn er angreift, 77% auf den Angriff. Wenn er, also beziehungsweise wenn er eine Ultra Super Attack dann macht, bekommt er zusätzlich 77% auf den Angriff. Und wenn der Angriff des Gegners gesenkt ist, bekommt er wieder 77%. Bei dem muss ich klarstellen, da würde ich gerne immer 2 von 3 Passives
sage ich mal, oder Passive-Abschnitten aktivieren. Sei es jetzt in dem Fall natürlich immer, wenn er angreift, bekommt er 70%. Entweder dann, wenn er eine Ultra-Super-Attack macht oder wenn der Angriff des Gegners gesenkt ist. Wenn alle drei aktiviert sind, wäre es ideal. Aber das Problem Kind könnte werden LR Super Saiyan 3 Goku, weil bei dem will man auf seine Ultra Super Attack kommen, weil erst dann bekommt er einen Angriffsboost. Davor bekommt er keine mit der ersten Ulti. Okay, wie können wir das schaffen? Sie selbst, wie gesagt, teilen sich Experience Fighters 10% und Over in a Flash. Heißt, sie haben vorneweg und Legendary Power, aber vorneweg haben wir durch die zwei Leader Skills und ihre Links Setups für beide Charaktere 9 Key, also sie starten mit Key plus 9 in die Rotation rein, heißt ihnen fehlt jeweils 9 Key. Und für jeweils mindestens 9 Key zu sorgen, damit die Ultra Super Attack startet, könnte schwierig sein. Wir haben so in deinem Setup Vegito Blue. Vegito Blue, wenn der hier reinkommt, der hat Over the Flash. Heißt, der Charakter, der in der Mitte steht, bekommt weiter zusätzlich 3% von, 3 Key von ihm. Aber die Sache ist die, Vegito Blue, sein Wert, der verliert total seinen Wert. Weil den wollen wir eigentlich immer in einer Rotation halten, aber wir konzentrieren uns ja quasi auf die L-Rotation. Deswegen wird er immer rein raus rotiert und er wird schwer auf seinen Boost kommen, Attack und Death Boost. Also würde ich auf ihn eigentlich mal verzichten. Welche Option hätten wir? Am besten mindestens immer Charaktere, die Over the Flash haben. Wir hatten da zum Beispiel hier Super Gogeta. Super Gogeta können wir mitnehmen. Der ist individuell stark. Der muss nicht auf Stacks kommen wie Vegito Blue. Wenn er reinkommt in die Rotation, der haut das weg. Sehr effektiven Schadenmacher zum Beispiel. Das, ihr wisst Bescheid, was er da drauf hat. Er hat Over the Flash für die Charaktere. Er hat zwar auch Experience Fighters und Fierce Battle für LRGF. Und dann oder für unser Boy dann hier noch Super Saiyan für LR Goku. Aber Experience Fighter teilen sich ja selbstständig. Mir ist wichtig, was Key anbelangt. Heißt, der Charakter hier an der Stelle würde auch zusätzlich Key plus 3 bekommen durch Super Gator, wenn er in der Mitte ist. Wenn das zum Beispiel so aussehen würde, dann hätte der hier, also der würde Over the Flash von LR Super Saiyan 3 Goku bekommen. Wäre bei Key plus 9 mit den Leader Skills, der würde hier quasi zusätzlich noch von Super Gator Over the Flash bekommen. Der wäre dann bei Key plus 12, wenn die Rotation so aussehen würde. Andere Sache ist, Super Gator tut noch Angriff und Verteidigung des Gegners senken. Heißt, er könnte eigentlich schon für LRGF vorbereiten, dass er auch diesen Passive-Teil mitnimmt. In der Rotation davor oder halt, wenn er reinkommt. Aber ihr merkt schon, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber den merken wir uns mal. Anderen hätten wir Super Saiyan 3 Bardock. Funktioniert ähnlich wie Super Gator. Unterschied bei ihm ist, er kann nicht den Angriff des Gegners senken, aber er sorgt für einen Support-Boost. Nämlich, wenn die HP 70% oder drunter sind, gibt er Superclass-Verbündeten weitere 40% auf den Angriff. Heißt eigentlich so Funktion her selbst, also ähnlich wie bei Gogeta. Der Charakter in der Mitte würde dann nochmal Key bekommen. Der wäre dann mein Key plus 12. Und in der Konstellation würde ich eigentlich auch den hier in der Mitte lassen, weil bei dem wollen wir auf jeden Fall auf die Ultra Super Attack kommen. Goku, der macht auch so mit der ersten Ulti gut Schaden. Oder wenn Cypher und 3 getriggert sind, sage ich mal. Okay. Als anderes hätte ich Ultra Instinct Goku. Warum habe ich jetzt Ultra Instinct Goku dabei? Nun, das würde dann anders aussehen. Nämlich, wenn wir LRGF in der Mitte halten, dann würde der zusätzlich noch Turn of Power bekommen. Der würde dann leichter auf seine Ultra Super Attack bekommen. Das Problem wäre dann aber LR Super Saiyan 3 Goku. Dafür den neuen Key einzusammeln, könnte es schwierig werden. Die Charaktere merken wir uns mal. Das sind drei Vorschläge von mir für dich auf jeden Fall, Mann. Ne? Aber ihr merkt nämlich schon, in jeder Konstellation wäre LR Super Saiyan 3 Goku, sage ich mal, so ein Problemkind. Weil bei dem will man unbedingt auf die Ultra Super Attack kommen. Warum habe ich jetzt noch hier zum Beispiel Godku und Strength Godku, ähnliche Funktionen, die haben auch Over the Flash, zusätzlich noch Shocking Speed für LRGF, also falls du LRGF in der Mitte halten willst. Warum habe ich Tapion dabei? Tapion wäre ein Orb Changer. Problem, also er würde zum Beispiel die Orbs changen, ganz klar. Wie würde das Setup aussehen? Ich würde LR Goku ganz nach links stellen, ich würde LR Goku die Tech Orbs geben, die Tapion durch die Passive sorgt, um es besser zu sagen. Und dann zusätzlich würde noch LRGF von ihm bekommen, Rival Duo und genau, Fierce Battle. Okay, heißt, den wollen wir auf jeden Fall die Tech Orbs geben, aber damit er auf seine Ultra Super Deck bekommt. Und der würde aber leider von Tapion keine Key bekommen, heißt, bei dem wäre es auch schwierig, auf die Ultra Super Deck zu bekommen. Aber ich finde schon, das kommt schon einem netten Szenario. Das bietet schon ein nettes Szenario, wenn wir für beide Charaktere die Ultra Super Attack realistisch gesehen oft haben wollen. Problem ist, was Tapion nicht hat, er ist ein Orb-Chain, das ist gut, aber er gibt keine Key für die Charaktere. Deswegen habe ich C18 am Start. Denn C18 ist auch Orb-Changer, sie sorgt für Tech-Ops. Heißt, in der Konstellation wollen wir die Tech-Ops für LR Super Saiyan 3 Goku geben, idealerweise, damit er die Ultra Super Attack macht. In die Mitte stellen wir LRGF. Warum? Weil C18 gibt ihm noch Turn of Power in Key plus 3. Heißt, er würde auch mit Key plus 12 starten, müsste 6 Key einsammeln. Das wäre von den allen, was ich euch gesagt habe, am realistischsten
meiner Meinung nach, wenn wir bei beiden die Ultra Super Attack haben wollen. Nicht, wenn wir bei LRGF noch zusätzlich die ganze Passive getriggert haben wollen mit Attack Down, sondern wenn wir bei beiden die Ultra Super Attack haben wollen. Ob so oder so, ihr merkt es. Wir können aber dann leider nicht verhindern, dass der Friend Goku natürlich noch hier reinkommt. Und der in der Form nicht transformiert, kaum Key gibt, sage ich mal, für die Charaktere. Ja, aber in jedem Fall werden wir den Little einfach immer rein und raus rotieren. Das ist noch ein weiteres Problem. Ihr merkt schon, es ist schwierig hier, realistisch gesehen, für beide Charaktere die Ultra Super Attack zu sorgen. Ich habe dir mal ein paar Vorschläge gegeben, denn ich habe dir auch gesagt, dein Team, so wie es ist, funktioniert auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ob ich dir helfen konnte, weil es ist wirklich, ich will nicht sagen überfüllt, aber wir haben sehr viel Auswahl. Und vor allem bei deinen Charakteren merkst du auch schon, da kannst du sehr, sehr viel machen. Ich habe mich aber, wie gesagt, darauf konzentriert, die beiden Charaktere auf ihre Ultra Super Deck zu kommen und dir dafür eben Möglichkeiten zu nennen. Und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, lass mich auf jeden Fall wissen. Aber ich möchte noch zum Abschluss zwei Charaktere zeigen. Schade, dass du keinen Super Saiyan 4 Gogeta hast. Super Saiyan 4 Gogeta, wo ist unser Boy? Denn der hat ja noch zusätzlich, Moment, hier, der hat ja noch zusätzlich hier an der Stelle. Das Gute bei ihm ist, wenn wir gegen Extreme Types kämpfen, dann tut er den Angriff der Extreme Types senken. Heißt, er würde auch dafür sorgen, dass LRGF diesen Teil der Passive mitnimmt. Aber er hat auch Overnight Flash und Shocking Speed. Heißt, wenn wir ihn in die Mitte stellen, dann würde der von Gogeta noch Ki plus 5 bekommen. Also der würde dann easy auf seine Ultra Super Attack kommen und die Passive, also die ganze Passive, könnte er gut triggern. Auf der anderen Seite hat er dafür Goku natürlich auch Overnight Flash und Kamehameha zusätzlich. Aber Freunde, wenn es einen Charakter gibt, der wirklich dafür sorgen könnte, dass die zwei Jungs gut auf ihre Ultra Super Attack kommen, dann wäre das, ich weiß, ob du ihn hast oder nicht, in der Charakterliste habe ich es nicht gesehen, physisch Kaioken Goku. Ein Pocket Pick für diese Konstellation. Warum? Denn er hat Over the Flash, Shattering Limit und er hat auch Shocking Speed und Over the Flash. Und er ist ein Orb Changer. Er changed Strength Orb in Rainbow Orbs. Also, könntet ihr das folgendermaßen zum Beispiel machen. Ihr könntet LRGF nach links stellen, okay. Der würde dann die Orbs einsammeln, die Rainbow Orbs, damit er auf seine Ultra Super Deck kommt. Hätte dann von Goku Over the Flash, also wenn bei Ki plus 9. Durch die Rainbow Orbs sollte dann hoffentlich auf die Ultra Super Attack kommen. In der Mitte hätten wir dann aber einen LR Goku, der dann Ki plus 5 bekommt. Also würde er Ki plus 12 starten, richtig? Ki plus. Nee. Ki plus 9 hätte der dank LRGF, bekommt 5 weitere dazu, wären dann Ki plus 14 und der würde dann easy auf seine Ultra Super Attack kommen. Ja? Das soll ich einfach nur mal sagen, das soll ich einfach nur mal so zeigen, falls ihr euch gefragt habt, okay, gibt es eigentlich einen Charakter, der wirklich dieser Konstellation da was hilft oder dem nahe kommt, was ich mir gedacht habe, dass sie auf die Ultra Super Attack kommen. Langer Rede, kurz Sinn, ihr merkt schon, es hat sehr viel Zeit mitgenommen, aber dein Team passt auf jeden Fall, wie gesagt, zum Abschluss. Lieben Dank für die Einsendungen von dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte jedem weiterhelfen. Falls ja, gebt den ganzen Like, falls euch das auch gefallen hat, gebt den ganzen Like und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.